Hallo und herzlich willkommen zur Buschkraft Berlin-Brandenburg. Heute mal ein kurzes Special zum Thema Bewässerung vom Hochbeet, wenn ich nicht dabei bin. Wie ihr seht, ich habe einfach eine PET-Flasche kopfüber an einen Haselnussast festgemacht. Hier mit einem Gummiring. In den Deckel habe ich ein kleines Loch gebohrt, eine Schnur durchgesteckt, die, wie ihr seht, hier innen im Wasser hängt, entlang der Schnur. Oh, jetzt sieht man das natürlich schlecht. Entlang der Schnur fließen die Tropfen nach unten und tröpfeln natürlich hier schön langsam in den Boden. Und so ist sichergestellt, dass alles, was ich hier pflanze, eine gewisse Zeit lang Wasser erhält. Also die Flasche hängt jetzt schon den ganzen Tag hier und es ist noch nicht bedeutend viel raus. Mal sehen, was nächstes Mal drin ist. Was nächstes Mal noch drin ist, wenn ich wieder herkomme. So, und das war's schon wieder. Das war mein kurzes Special zum Thema Bewässerung meines Hochbeetes, wenn ich jetzt nicht da bin. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein, lasst mir ein Like da, empfehlt mich weiter und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin bleibe ich, euer Waldgeist.